Ich begrüße dich zu dem neuen Video hier und in diesem Video möchte ich dir einfach mal zeigen, wie man ganz einfach mit einem Expert Advisor sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und ähm, ja, das Intro war diesmal kein typisches Intro. Du hast schon gesehen, eben sind ein paar Sekunden ähm, gelaufen. Da habe ich einfach den Expert Advisor gezeigt, wo ich jetzt hier auch quasi noch die Auswertung von offen habe. Das ist hier der Expert Advisor. Ähm, der ist mit 100 Euro gestartet und ist dann im Endeffekt innerhalb von ähm, ein paar Monaten drei Monaten auf über 28.000 Euro angestiegen oder circa 28.000 Euro angestiegen. Man sieht ja auch in dem Bericht, dass das ja hier bei 100 Euro gestartet ist. Man sieht den Gewinn, man sieht einen Profitfaktor 3,7. Alles ähm, perfekt, also wirklich ein richtig guter EA. Hier Modellierungsqualität auch 99,9 Prozent. Also ähm, ja, auch die Daten sind gut und im Endeffekt ist es natürlich eine. Ähm, eine ganz ganz große Sauerei, wenn ich das jetzt anbieten würde als Expert Advisor und sagen würde, dass der immer konsequent Gewinne macht und dass es sehr sehr einfach ist damit Gewinne zu erwirtschaften und ich will ja auch kurz verraten, warum. Ich habe das jetzt extra gemacht hier, ich habe extra ja, geschaut halt, dass ich eine, eine gute Performance habe, dass das alles gut aussieht und so. Und ähm, ja, das, man sieht jetzt hier auch halt diese 99,9% und so. Was es damit aber auf sich hat, will ich dir jetzt auch erklären. Und zwar möchte ich das Video hier machen, weil es gibt natürlich ähm, ganz viele Angebote, auch im Internet, wo EAs verkauft werden, teilweise für 1000 ähm, oder mehrere 1000 Euro, die dann halt mit, ähm, ja, mit eben so einer Kapitalkurve hier werben, die dann in die Titels bei YouTube schreiben, ähm, EA von 100 auf 20.000, was ich übrigens auch machen werde, um Klicks zu ziehen. Aber die Leute schreiben das halt wirklich ernsthaft rein, um die Leute ähm, ja wirklich zu betrügen, weiß ich nicht, aber im, ja halt hinters Licht zu führen und zu, ähm, so zu tun, als ob der EA quasi konsequent diese Gewinne macht. Jetzt aber nochmal kurz dazu, wie habe ich dieses Ergebnis überhaupt erreicht? Also ich habe natürlich erstmal einen Zeitraum ausgewählt, wo der EA sehr, sehr gut gelaufen ist und ähm, habe auch einen EA gebaut, der ähm, ziemlich viele Trades macht und so. Das heißt, das wollen natürlich Leute sehen und so und die denken halt, je mehr der EA handelt, desto besser ist der logischerweise. Und es gibt halt ähm, leider tatsächlich Leute, die solche Videos ähm, glauben oder die glauben, dass das halt, dass sie einfach einen EA kaufen können für 100 oder 1000 Euro und dann quasi davon leben können. Und ähm, ja, aber generell nochmal hierzu, ich habe ähm, die, die, den Test jetzt so gemacht, dass ich, wie gesagt, einmal einen guten Zeitraum genommen habe, dann ein System genommen habe, was ähm, viel handelt, was ähm, im Prinzip hohe Gewinne macht, ähm, aber auch halt ähm, relativ hohes Risiko hat. Und dann habe ich hier jetzt nochmal, ähm, beziehungsweise generell auch das System, es handelt einfach auf komplette kleinen Zeiteinheiten und so, also die Ergebnisse im Tester sind natürlich überhaupt nicht realistisch. Und ähm, man hat jetzt hier keine Slippage drin, man hat... Das möchte ich hier mal zeigen. Man kann zum Beispiel bei dieser Tick-Data-Suite, die ist ja eigentlich dafür da. Also, das ist einfach zur Erklärung nochmal kurz kurzes Programm, womit man Daten in den MetaTrader 4 kriegt für Backtests und so, was eigentlich ein sehr, sehr gutes Programm ist, weil man da viele Möglichkeiten hat und relativ einfach lange Zeiträume backtesten kann. Allerdings kann man hier auch zum Beispiel den Spread ausmachen. Ich habe den Spread jetzt auf 0,01 von dem üblichen Spread gestellt, also quasi auf 0. Das heißt, das System hier ist jetzt ohne Spread gelaufen. Ich habe auch die ähm, die Slippage, die man simulieren kann, habe ich auch ausgestellt. Dann habe ich hier die Kosten ich auf null gemacht, das heißt man hat keine Handelskosten und so weiter. Also ich habe hier einfach mal ein paar Sachen eingestellt, die ähm, ja die dann über diese Tick Data Suite dafür sorgen, dass es das einfach völlig unrealistische Bedingungen sind, völlig utopische Bedingungen sind und dass dann halt auch so eine Kapitalkurve möglich ist, was in, Re Realität, äh, was in der Realität natürlich ähm, auf keinen Fall möglich ist. Also absolut unrealistisch wird ich werde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, aber wir werden nie ein System erreichen, so eine Performance mit so einer Stabilität, auf jeden Fall niemals über einen längeren Zeitraum und ja, auch diese Sachen hier, Profitfaktor und so ist klar, das kommt jetzt natürlich, weil ich die Bedingungen geschaffen habe, einfach damit das System perfekt laufen kann, deswegen hat man auch einen hohen Profitfaktor, hat man eine super Rendite, hohe Trefferwahrscheinlichkeit und hier zu den 99,9%, auch das ist im Endeffekt überhaupt keine Aussage, weil ähm, das einfach nur eine Kennzahl ist, die quasi von dem, von den, in den Daten gespeichert ist. Das heißt, ob du jetzt ähm, Tick Story nutzt, das ist ein Anbieter für Daten, oder die Tick Data Suite, was im Prinzip gute Anbieter sind, die ähm, machen aber auch einfach nur, in den Daten wird einfach nur hinterlegt, dass es halt 99,9% Modellierungsqualität ist. Das hat aber im Prinzip überhaupt keine Aussagekraft. Und ja, das wollte ich einfach nur nochmal hier zeigen, weil ähm, es scheinbar immer noch Leute gibt, die halt solche. EAs im Internet suchen, die glauben, dass es das halt funktionieren kann. Also, ich weiß nicht, ob es gar nicht funktionieren kann, aber das meiste ist natürlich einfach nur ähm, Betrug in dem Fall, beziehungsweise die Leute wollen halt Marketing machen für ihre Systeme, äh, wollen Systeme verkaufen und ähm, ja, aus dem Grund wollte ich halt nochmal so ein Video machen. Wir geben deswegen ähm, bei unseren Systemen keine Prognosen raus oder so, wir geben die mit dem Hintergrundgedanken raus, dass es eher Werkzeuge sind, die jeder für sich selber anwenden soll, handeln die halt auch selber und so und denken halt, dass das eher ein bisschen ähm, eine gute Basis ist für etwas längerfristigen Handelserfolg auch als ähm, so eine geschönte Performance, wo im Endeffekt natürlich nichts hintersteht. Und ich habe noch eine Sache ähm, gefunden. Ich hoffe, dass ähm, du dir das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut hast. Ich möchte ein Video verlinken, wo ich äh, zufällig bei YouTube drüber gestolpert bin, ähm, was kein Video von uns ist, aber ähm, was einfach. Das Video ist einfach der Hammer. Also eines der besten Videos äh, zum Thema Trading-Branche, Marketing, was weiß ich, im, im ganzen Netz aktuell finde ich, weil da ähm, haben Leute sich hingesetzt, wirklich recherchiert, solche Sachen recherchiert wie... Ähm, Binary Option 24 heißt es, glaube ich, den Broker recherchiert, haben den angeschrieben, sind da hingeflogen und so weiter, haben diese knallharten Marketing-Videos auseinandergenommen, haben die Macher von den Videos ähm, angesprochen und ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt durch das Video, weil, also für mich war es nicht wirklich relevant, ich wusste diese Sachen schon, dass es natürlich Betrug ist, aber es gibt natürlich immer sehr, sehr viele Leute, die das glauben, die immer noch denken, dass binäre Optionen und so zum Beispiel jetzt der heilige Kral ist und man da ganz einfach Geld mit verdient. Den Leuten würde ich definitiv ans Herz legen, sich das Video anzugucken. Vielleicht auch die ganzen 20 Minuten, die das sind. Das ist wie so eine Reportage aufgebaut. Aber das Video ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Und ja, falls du schon mal auf solche Sachen reingefallen bist oder im Begriff bist, darauf hineinzufallen, dann schau dir vielleicht vorher das Video an. Auch wenn da vielleicht ein, zwei Träume von dir zerstört werden, es wird dir wahrscheinlich viel Geld retten. Und ja, oder das. Wird dafür sorgen, dass deine Schäfchen bei dir im Trocknen bleiben. Also, wie gesagt, das Video ist sehr, sehr gut. Ich werde es hier irgendwo jetzt verlinkt haben in diesem Video. Mache ich halt in der Nachbereitung. Ansonsten, ähm, hier mit dem System, das gibt es natürlich nicht zu kaufen oder so. Das ist halt, ähm, da wollte ich nur noch mal zeigen, wie man sowas aufhübschen kann und so. Also, es ist super einfach. Ich muss das noch nicht mal groß vorbereiten. Ähm, kann man halt innerhalb von 10, 15 Minuten erstellen, so ein Video mit diesen 100 auf 20.000 Euro und so. Und ist halt beschiss. Also, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat, dass es dir vielleicht geholfen hat zu verstehen, wie ähm, auch oft das Marketing oder dieses ein bisschen ähm, zweifelhafte Marketing hinter den ganzen ähm, Anbietern für Expert Advisor oder für Broker und so, wie das funktioniert, wie einfach man das faken kann und so. Und ja, warum die Leute das machen, ist denke ich mal klar, damit sie halt Kunden für den Broker werben können, da Provision für bekommen. Es ähm, wird übrigens auch in diesem Video sehr, sehr schön erklärt, was ich jetzt hier verlinkt habe. Und ähm, ansonsten, falls du jemanden kennst, der auch denkt, dass man mit Expert-Advisern aus dem Internet oder mit solchen Expert-Advisern aus dem Internet einfach Geld verdienen kann, dann kannst du ihm das Video gerne weiterleiten, kannst das Video gerne mit ihm teilen. Dann äh, wirst du ihm vielleicht auch einen Gefallen mit tun. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Und ja, dann sage ich auch nur noch bis dann. Na, ciao, ciao.